The more that you have, the more that they take. Doch. Ich sehe es bei Marcel seinem Tod. Ich bin gestorben, bevor Tank Explo kam, und ich bin am Wurmcast gestorben. Swirl ist auf. Green. So, haben wir ein. Jetzt ran. Nox. Grip. Eins außen. Okay, gut. Adola nächstes dann. Grudel. Und nur Boss, nur Boss, nur Boss. Maps kommen als nächstes, steht schon mal verteilt. Dran, Hack-Debuffs. Erst Swirlies davor. Alle Zeit der Welt zum Markt zu laufen, achtet auf die Swirlies. Jetzt ran, jetzt ran, jetzt ran. Nox. Grip. Außen welche, die nicht gegrippt worden sind, Achtung. Vom Kanister aus kommen die. Achtung. Achtet auf die Parasiten. Parasiten Narnia. Fliegt vom Boss runter. Vier Sekunden Eck-Debuff mit Swirlies zusammen, passt auf. Vor allem, wenn ihr irgendwas mit dem Boss machen müsst. Green. Wer brauchst da? Wer brauchst da? Knock, Grip. Perfekt. Jetzt nur Boss, nur Boss, nur Boss. Auf die Swirlies. Ein Healabsorb kommt danach noch und Eck lieber aus den rein. Passt weiterhin auf die Swirlies auf. Kann sein, dass unter euch Swirlies spawnen, dann müsst ihr was ziehen. Bonox. Grip. Perfekt gemacht. Labs raus. Gleich noch Cleveland dann und nur rein, nur vom Boss runter Cleveland. Boss dann gleich zum nächsten Wurm ziehen. Nur Bomben, nur Cleveland. Viel Boss. Webs kommen in 4. Steht schon mal verteilt. Weg von den Minis. Können alle dispeln, können alle dispeln. Gut, Eck-Debuff gleich, ihr habt viel Zeit, es kommen erst Swirlies. Lauft gemütlich hin in die Richtung von eurem Raidmark, Swirlies machen. Und ran, und ran, und ran. Gut, Knock, Grip. Traumhaft, super, keine sterben. Bombt ordentlich rein, dass die Kurzzeuge immer weg sind.
Brust hier als Wurm. Wipps raus. Wipp muss weg. Hab noch super viel Zeit. Ich hab Akku sterben sind. Das ist wieder der Tankzerstörer und Mini-Akku spawnen, passt auf. Zu eurem Eck, passt auf die Swirlies auf. Webs raus, Webs raus, Webs raus, Webs raus. Jinx das Spin, Jinx das Spin. Gut. X-Deck aufheben, sieht keine Akku. Passt. Parasit zu tot, das passt. Da ist Parasit drin, Jetzt, ja, auf Elvira. Desaster. Rein in den Boss. Dann mit Vortex im Ring arbeiten, dass wir die einfach mit wegliefen. Da halt nicht zu viel Ressourcen reinhauen. Tanks aufpassen, Spielen sind auch gleich tot. Die Webs weg. Gut gemacht. Und Boss, Boss, Boss. Wir sind vom Schaden exakt zu Tank, okay. Wenn alles klappt, können wir Orange drin lassen. Also für Swirlies auf. Und in schweren Sachen sterben Swirlies. Zählen nicht dazu. Richtig blasen. Ein Healer auf Kopf noch. Die Eck-Debuffs gleich kommen. Achtet weiterhin auf das Swirlies. Ihr habt viel Zeit, um unten eure Eier zu laufen. Und euch was spawnt, müsst ihr was ziehen. Wenn nicht, dann nicht. Und Nox. Und Quip. Traumhaft. Denkt an die Interrupts. Rest ist unter Kontrolle. Nur auf die Interrupts gucken. Boss an das erste Ohr. Swirlies achten, nächster Wurm. Ihr habt ultra viel Zeit. Viel Boss-Schaden. Ich mach den. Danach rüber, Webs sind zwei. Steht verteilt, steht verteilt. Wenn alle das filmen, sieht gut aus. Gut. Eck-Debuffs gleich, zieht alle hoch, kommt ran. Spät picken bitte, Lilo. Könnt euch jetzt direkt aufstellen, kommen keine Swirlies mehr. Könnt euch direkt aufstellen, kommen keine Swirlies. Wenn du kannst, zweiten Kick, Nox. Mond, grünes World Mark Russell. Grip, 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 grip. Okay. Super, Cleveland macht nächstens dann, bringt an die Interrupts. Gut gemacht, sehr gut. Parasit Webs raus. Alles gut. Ach, dringend, dass die Parasiten drin bleiben. Kommt ordentlich rein, fliegt vom Boss runter. Wir wollen Orange jetzt nicht rausholen. Orange lasst ihr drin, die anderen holt ihr raus und Orange lasst ihr drin. Tanks auf, kommt weiterhin rein. Platz hat. Webs kommen in zwei. Orange nicht rausholen. Noch Waffen. Rest zu seinem Markt gehen. Die Swirlies auf, Webs raus. Denk an die Interrupts, sind nur zwei Würmer, die wir kriegen müssen. Dann den Grabs, GS, Heal, Port, Top, Shot, alles ab. Erlebt das. Den ersten Wurm schnell wegflexen und danach den Boss auf den zweiten ziehen. Den dann die Kicks. Zum letzten Wurm. Tief vom Boss runter, tief vom Boss runter. Spam die Tanks, tief vom Boss runter. Danach muss der Boss, so wie auf dem Bild, Richtung Mitte gezogen werden, sobald der Wurm tot ist. Die drei gleich jemand kicken. Tank Explode 2, 1. Wenn es überall ist, kommen, wird durch den Safe Spot. Ansonsten steht ihr einfach in der Mitte und zerrt den Boss. GG! Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on! Tank Explode in der Rest. Ja! 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 Jungs, können wir bitte die ID verlängern? Ich hab keinen Bock mehr auf den Boss. Wir können den nächsten skippen.